21. Einerseits ist das angeblich, habe ich mir irgendwo einmal sagen lassen, die Anzahl an Gramm, um die unser Körper leichter wird, wenn wir sterben. Ja, wer kam auf diese glorreiche Idee? Es ist außerdem die Adresse in der Jump Street und es ist auch noch dazu die Zahl, mit der man beim Blackjack gewinnt. Und damit landen wir bei dem nächsten Steelbook in meiner Sammlung, nämlich von Sony Pictures, das Steelbook zu 21, und ich kann mich noch an den Film erinnern, wirklich total spannenden Thriller mit unter anderem Lawrence Fishburne und dem großartigen Kevin Spacey. Hier mit einem total einfachen Cover-Artwork. Wir haben die zwei Spielkarten, wir haben die Charaktere eingearbeitet. Teilweise sieht man, wenn ich das Steelbook bewege, wie sich hier der metallische Steelbook-Effekt durchsetzt und wie der mit den einzelnen Bildelementen spielt. Ist eine ganz, ganz nette Sache. Zählt auf jeden Fall nicht zu dem Schönsten, was ich jemals gesehen habe. Alleine schon wegen dem blauen Blu-ray-Banner. Für mich natürlich alleine auch schon wegen dem Hochglanzfinish und natürlich auch wegen der Tatsache, dass das eines der ersten Steelbooks ist, die Sony Pictures auf Blu-ray veröffentlicht hat und die damals eigentlich schon die Billigsdorfer Budget-Partie waren, alle mit mehr oder weniger demselben Backcover-Design, das Sony auch bei den Standard-Veröffentlichungen verwendet hat, sieht aber eigentlich bei diesen blauen Farbverläufen auch irgendwie gar nicht so schlecht aus. Und im Gegensatz zu anderen Labels hat Sony selbst bei diesen Billigsdorfer Steelbooks zumindest an ein Innenartwork gedacht, auch wenn man mehr oder weniger zweimal hinschauen muss, um das, was da im Inneren von dem Steelbook ist, tatsächlich als, well, Artwork erkennen zu können. Wir sehen einfach nur ein Bild, das aber in erster Linie ein kleines bisschen von Blu-ray-Werbung dominiert wird, weil Blu-ray ist blau, deswegen Steelbook blau. Da haben sie sich wirklich total verausgabt mit dem, was sie da reingedruckt haben. Ist aber eben natürlich damals noch, als das Format aufgekommen ist, ganz wichtig gewesen, selbst nachdem Leute das Format schon gekauft haben, im Inneren von der Veröffentlichung noch ein kleines bisschen Werbung dafür zu machen.